News und Talks für Gebildete. Die Fridays for Future Braunschweig haben einen Vortrag veröffentlicht von Hans Rackwitz, Uni Jena, so über Kapitalismuskritik und Kapitalismus und Ökologie und so weiter. Ja, leider ist das natürlich auch wieder verhaftet in dem inkompetenten Analyse von Karl Marx, die alles Wesentliche vergisst. Also die Aussage immer wieder dieser Versuch dieser Gegensätze und der Spaltung, ja, also sozusagen die guten Armen und die bösen Reichen und irgendwie so, das schwingt da immer mit. Und Ausbeutung, also der Beleidigungsbegriff, also jede Zusammenarbeit von Freunden wird als Ausbeutung bezeichnet, ja, und damit wird gespalten und letztendlich zur Gewalt aufgehetzt. Fridays for Future Köln hat jetzt so eine Faust gegen rechts in ihrem Logo drin, eine Faust, was soll das wohl sagen? Das ist die Faust, die das Verprügeln zum Verprügeln aufhetzt. Das ist alles der falsche Weg, weil die gute Nachricht ist, liebe Leute, der Kapitalismus macht auch die Reichen total unglücklich. Ja? Also Milliardäre, liebe Milliardäre, also der Kapitalismus zerstört euer Leben ganz genauso wie das jedes armen Menschen. Der Kapitalismus macht keine Unterschiede. Das gibt nicht diese Spaltung. Die Reichen profitieren vom Kapitalismus und die Armen sind das Opfer des Kapitalismus. Das ist ein pseudowissenschaftlicher Irrtum von Marx, ja. Man kann ihn noch entschuldigen, weil Charles Darwin ja erst 1859 veröffentlicht hat, dass er das vielleicht irgendwie nicht richtig mitgekriegt hat. Aber auch die Tatsache, dass er das nicht mitgekriegt hat, zeigt ja, dass er nicht auf der Höhe der Wissenschaft war, sozusagen. Ja, denn ich glaube, er hat wesentliche Bücher nach 1859 veröffentlicht, ne? Und damit hat er die größte Weltsensation oder den größten wichtigen Wandel in der Analyse der Welt nicht mitbekommen, nämlich das Naturgesetz von Variation und Selektion letztendlich. So, ja, also das heißt, wir haben es eben, die Depression, die neue Volkskrankheit Depression macht doch nicht vor Milliardären halt, sondern die können halt mit ein bisschen Geld, können sie sich noch mehr konsummäßige Ersatzbefriedigungen und Spielzeuge leisten, aber glücklich werden sie doch dadurch nicht, sonst würde ja Geld allein glücklich machen. Geld allein macht aber eben nicht glücklich. All die Dinge, die Menschen wirklich glücklich machen, kann man ja eben durch Geld ja gar nicht kaufen, ne? So, dann schauen wir weiter. Wo waren die anderen Bilder hier? Ja, also das ist doch das Schicksal, das auch die Unternehmer haben und die Kapitalisten, dass sie eigentlich gearbeitet haben und Geld angehäuft haben, aber eigentlich doch todunglücklich geworden sind. Und die falsche Vorstellung, als ob Unternehmer glücklich damit würden, dass sie von der gesamten Welt und der gesamten Gesellschaft gehasst werden, weil die gesamte Welt diesen Hetzer Karl Marx im Hinterkopf hat, hier Ausbeuter, 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 ja, also überall werden Unternehmer beschimpft und als ob die das spurlos wegstücken würden, dass in der ganzen Welt eine Spaltung herrscht, eine pseudowissenschaftliche Spaltung, die gegen sie aufhetzt, ja? Nein, schauen wir uns doch mal an, wie das mit dem Glück im Kapitalismus ist, ja? Also es ist doch so, dass faktisch hier sozusagen hier, ich mache es ganz einfach und ganz plakativ sozusagen. Hier haben wir sind innerhalb der Rahmenbedingungen, also wir untersuchen uns die Evolutionsverläufe
Und die Ausbreitungswahrscheinlichkeiten und die Wahrscheinlichkeiten, erfolgreich Enkelkinder zu platzieren, sozusagen im Rahmen der sozialen Marktwirtschaften beziehungsweise des Kapitalismus. Und das ist die Marx völlig fehlende Analyse, die aber alles entscheidende Analyse. Und im gestrigen Video ging es mehr so ums Krankwerden und so weiter, dass also der Kapitalismus notwendig auch unsere Gesundheit zerstört und uns alle krank macht und heute eben in erster Linie ums Glück stellen. Das Elternteil oder die Eltern hier, und hier ist ein Kind und zwei Kind. Und dieses Kind treibt Tauschhandel und verbreitet keinerlei Gedankeninhalte, also Meme, keinerlei gewinnbringende Irrtümer, sondern nur Wahrheiten. Und dadurch, dass dieser Mensch mit seinem Unternehmen immer nur Wahrheiten verbreitet, zerstört er das Lebensglück seiner Kunden nicht, provoziert dadurch nicht genügend Konsumsucht, nicht genügend Kaufsucht, nicht genügend Shopping statt Sex oder Shopping ist besser als Sex. Solche Sprüche liest man ja manchmal irgendwo, ja. Also die ganze Konsumsucht gegenüber alle Gäste, da wurde auch geredet von Mobilität, Mobilitätsbedürfnis im Internet. Nein, das ist Mobilitätssucht. Also die soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus hat das gemeinsam arbeiten dort, wo man lebt, und diesen engen Zusammenhang und dieses Miteinanderleben, miteinander arbeiten zerstört und hat quasi Mobilitätszwänge erzeugt und Mobilitätssucht, denn der Kapitalismus hat dafür gesorgt, dass die Menschen sich im eigenen Haus nicht mehr lieben und nicht mehr miteinander leben und lieben sozusagen, und dadurch braucht jeder ein Auto, um seine wenigen Freunde in Hamburg oder in München zu besuchen. Wir sind deswegen sozusagen, das ist die Erzeugung von Mobilitätssucht, also Konsumsucht, Mobilitätssucht und so weiter. Das ist was unser aller Leben zerstört. Und Auto, wie gesagt, 300.000 Menschen pro Jahr, sagt Dr. Medgerd Reuter mit TH, werden bei Verkehrsunfällen schwerst verletzt, und viele davon sterben im Krankenhaus, ohne dass sie der Verkehrsstatistik zugeführt werden. Also in Wirklichkeit sterben viel mehr Menschen an den Spätfolgen von Autounfällen, als die Statistik aufweist. Ja? Also wir haben unseren eigenen Krieg. Wir sind im Dauerkrieg, wir sind im Verkehrskrieg, ja? Und so weiter. Und dann Feinstaub und so weiter. Aber hier jetzt, also stellen wir uns, dieser Händler hier würde im Rahmen des Kapitalismus in der sozialen Marktwirtschaft keinerlei Gedankeninhalte durch seine Werbemilliarden verbreiten, sozusagen, die uns alle kaufsüchtig, konsumsüchtig machen, unglücklich machen, unser Leben zerstören, unser Liebesleben zerstören, unser Gruppenleben zerstören, unser Sozialleben zerstören, damit wir shoppingsüchtig werden und konsumsüchtig gegenüber auch seinen Produkten werden. Dieser stirbt aus, weil er in direktem Wettbewerb steht zu diesem Händler und Unternehmer und so weiter. Und dieser glaubt zufällig an alle möglichen gewinnbringenden Irrtümer, gewinnbringenden Philosophien, gewinnbringenden Memplexe sozusagen, die ganze Bevölkerung, also auch ihn selber, seine Kinder, seine Familie und so weiter, uns alle unglücklich machen, uns alle unsere natürliche Lebensweise, unseren natürlichen gesunden Lebensstil rauben und wegnehmen und uns dadurch shoppingsüchtig machen. Und der kann natürlich sofort schon in der ersten Generation zwei Kinder ernähren, während der immer nur ein Kind, die hier ernährt werden kann, und dann diese Linie dann auch ausstirbt, weil der Konkurrenzdruck von der anderen Seite zu groß wird und durch das viele Geld
diese Unternehmensseite, diese Unternehmerdynastie, diese Unternehmerdynastie kann also sozusagen diese wahrheitsorientierte Unternehmerlinie zum völligen Aussterben bringen. Und das heißt, dass im Kapitalismus notwendigerweise immer nur die Ausbreiter, die durch ihre Werbemilliarden dafür sorgen, dass lauter gewinnbringende Irrtümer in die Bevölkerung hineingepumpt werden, lauter lebenszerstörende und glückszerstörende Philosophien in die Gesellschaft hineinkommen, glückszerstörende pseudowissenschaftliche Systeme entstehen, die die gesamte Weltbevölkerung unglücklich machen, sozusagen. Und dann lebt der Kapitalist selber, lebt dann auch in dieser ganzen Unglückswelt. Und er hat zwar Geld, aber er wird ja von den 199 anderen Milliardären, die es auf der Welt gibt, auch mit voller Kraft selber geschädigt. Also er ist selber Täter in seinem Fall, unbewusst, also ohne böse Absichten, verbreitet er die Irrtumsmeme, er glaubt die einfach, er fällt auf diese Irrtümer rein und gerade deswegen macht er ja so viel Profit sozusagen, weil er die Umwelt, die Menschen um sich herum zu Kaufsüchtigen und Konsumsüchtigen macht, ja. Und dadurch kann sich seine Nachkommenschaft in eine regelrechte Handelsdynastie ausbreiten und hier viele Kinder ernähren und immer breiten sich aus, wie die Karnickel sozusagen, breitet sich seine Unternehmerdynastie aus, während die andere Linie völlig ausstirbt und dann irgendwann ihren Laden zumachen muss und als Handel nicht mehr existiert. Ja, das heißt also, und jeder Milliardär ist dann das Opfer von den glückszerstörenden, gewinnbringenden Irrtümern der anderen 199 Milliardäre. Also es gibt gar keinen Gegensatz. Also im Gegensatz zu Hans Rackwitz und dem Vortrag bei initiiert auch von Fridays for Future Braunschweig an der Uni Braunschweig. Es gibt diese ganzen Gegensätze ja nicht, sondern wir sitzen alle in einem Boot. Der Kapitalismus und die soziale Marktwirtschaft macht uns alle total unglücklich, sozusagen. Also lasst ihn uns so beenden, wie die zweiten Scientists for Future 2 das können. Denn all diese Konzepte der sonstigen Beendigung des Kapitalismus werden nie funktionieren, weil die alle darauf fußen, irgendwie den Milliardär und den Kapitalisten als Gegner zu sehen, eine Spaltung. Wir brauchen aber die Kraft der Milliardäre, um den Kapitalismus zu beenden. Und Fridays for Future müsste alle seine mediale Kraft dazu verwenden, freundlich mit zusammen mit den zweiten Scientists for Future 2 die Kapitalisten und Unternehmer anzusprechen und ihnen klarzumachen, dass auch ihr Lebensglück drastisch reduziert ist durch den Kapitalismus, durch die soziale Marktwirtschaft. Ja, also wie immer, geht hin und sprecht mit eurem lokalen Orga-Team, mit den vernünftigen Teilen des Orga-Teams eurer Stadt, Fridays for Future Orga-Team eurer Stadt, sprecht mit denen, klärt die auf darüber, dass die einzige Chance, jemals was zu erreichen, nun mal eine Koalition, ein Zweckbündnis mit den zweiten Scientists for Future 2 ist, sodass wir dann eine gesellschaftliche, wissenschaftlich präzise, behutsame Diskussion über den behutsamen, sanften Ausstieg, schrittweisen rückwärts, über das schrittweise rückwärts aussteigen, raus aus der Falle des Kapitalismus, der sozialen Marktwirtschaft ins Gespräch bringen. Und davon hat bis jetzt Fridays for Future null erreicht, bis jetzt gar nichts erreicht. Immer noch würde Frau Merkel sagen, ja, die soziale Marktwirtschaft macht uns, besorgt uns ja ein ganz tolles Leben, ein Land, in dem wir gut und gerne leben.
Das muss Fridays for Future zusammen mit Zweite Scientists for Future. Diesen Aberglauben müssen wir beenden, diesen antiwissenschaftlichen Aberglauben. Ne? Listen to the science, listen to the second science tests for future too. Ja, ja, so viel für heute. Tschüssi.